Es gibt die Körper, es gibt die Kräfte und es gibt den Raum. In der Physik des späten 19. Jahrhunderts, aus der Einstein hervorgeht, sind die Kräfte verstanden, anders als bei Newton, als Nahewirkungskräfte. Das heißt, im Feld, etwa im elektromagnetischen Feld, pflanzen sich Wirkungen nur von Ort zu Nachbarort fort und es gibt eine endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit aller Kräfte. Nur mit dieser Art von Physik konnte Einstein versuchen, die Kritik Machs an Newton zu realisieren. Nun hatte Mach zum Beispiel vermutet, dass was definiert, ob ein Körper geradlinig gleichförmig läuft, das heißt auf einer Trägheitsbahn läuft, seien die fernen Körper, die Körper, die fern im Weltraum irgendwo verteilt sind. In Wahrheit sei Bewegung, die bei Newton als eine Absolutbewegung erscheint, am besten zu interpretieren als Bewegung relativ zu den fernen Massen. Das war noch gedacht im Sinne einer Fernwirkungstheorie. Einstein, der eine Nahwirkungstheorie wirklich durchführte, konnte den Begriff der Relativbewegung eines Körpers gegen einen Körper, der sich hunderte von Lichtjahren entfernt von ihm befindet, nicht benutzen, um damit die Ursachen der Bewegung, die Kräfte zu beschreiben, sondern er konnte die Ursachen der Bewegung, die Kräfte nur beschreiben durch den Einfluss der unmittelbaren Nachbarschaft eines Körpers auf diesen Körper. Damit war Einstein genötigt, einen ganz anderen Aufbau zu versuchen, der im Endeffekt folgendermaßen aussieht. Ich rede jetzt zunächst nur von einer einzigen Kraft, nämlich von der Gravitation. Das ist wiederum derjenigen, die ja Newton eingeführt hat und die Einstein nun in einer neuen Weise zu verstehen sucht. Die Gravitation ist in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie eine Eigenschaft des Raumes. Und zwar hängt sie zusammen mit der Krümmung des Raumes. Hier ist nun Gebrauch gemacht von der Entdeckung des 19. Jahrhunderts, vor allem von Riemann, dass es mathematisch möglich ist, sich einen Raum vorzustellen oder einen Raum begrifflich zu beschreiben, der nicht den Gesetzen der euklidischen Geometrie genügt, sondern der eine von Ort zu Ort variable Eigenschaft hat, die wir mit einem etwas zu anschaulichen Namen die Krümmung des Raumes nennen. Diese Krümmung des Raumes, die von Riemann zunächst als eine rein mathematische Eigenschaft eingeführt war, wird von Einstein in gewissem Sinne identifiziert mit der Gravitation. Und er hat nun genau zwei Grundgesetze. Das eine besagt, dass in diesem gekrümmten Raum die Materie auf einer sogenannten geradesten Bahn, einer sogenannten geodätischen, läuft. Das heißt, die Materie läuft in einem gekrümmten Raum so wie, wenn ich das Gleichnis wählen darf, eine Kugel, die auf einer gekrümmten Fläche läuft und dem Gesetz genügt, auf dieser gekrümmten Fläche diejenige Kurve zu verfolgen, die einer geraden Kurve am nächsten kommt, sogenannte geodätische Kurve. Dieses ist das Gesetz, das bestimmt, wie der Raum die Bewegung der Körper beherrscht. Umgekehrt aber kommt ein zweites Gesetz dazu, das bestimmt, wie die Körper die Krümmung des Raums festlegen. Das ist die sogenannte Einsteinsche Grundgleichung, die angibt, dass die Krümmung des Raumes verursacht ist in einer mathematisch von ihm genau angegebenen Weise durch die Energiedichte der an dem betreffenden Ort vorhandenen Materie. Damit ist nicht etwa, wie Leibniz und Mach es gewünscht hätten, der Begriff des Raums aus der Physik wieder hinausgeworfen. Im Gegenteil, der Raum ist jetzt vollends zu einer physikalischen Realität geworden, zu einer Art Gegenstand der Physik geworden. Nämlich, er kann jetzt nicht nur wie bei Newton Wirkungen auf die Materie ausüben, er kann auch Wirkungen von der Materie erleiden. Seine Krümmung ist ja eine Folge der Anwesenheit der Materie. Dieser Gedanke war für Einstein selbst überraschend, aber nur so konnte er die Theorie ausführen.
Er hat jetzt die Dreiheit Newtons zunächst scheinbar auf eine Zweiheit zurückgeführt. Es gibt jetzt die Körper und den Raum. Und die Kräfte sind eine Eigenschaft des Raums geworden. Einstein hat aber auch diesen Dualismus noch als unbefriedigend empfunden und ohne Zweifel mit Recht. Er wollte nun auch noch Raum und Materie auf eins zurückführen. Und es öffnete sich ihm dafür nur der Weg, auch die Materie selbst, auch die Körper selbst, als nichts anderes zu betrachten, denn eine Eigenschaft des Raumes. Sodass zum Schluss nichts mehr übrig bliebe, als dieser eine Ur- oder Grundgegenstand, den man dann etwa als den Raum bezeichnen kann. Es ist in den späteren Jahren Einsteins ihm und seinen Mitarbeitern gelungen, von den beiden Grundgesetzen, die ich genannt habe, eines als eine Folge des anderen noch zu erkennen. Er konnte beweisen, dass die Bewegung auf der geodätischen Linie eine notwendige Eigenschaft einer sogenannten Singularität im Raum ist. Einer Krümmung, die an einer einzigen Stelle einen unendlich großen Wert annimmt. Und durch eine solche Singularität versuchte er näherungsweise ein materielles Teilchen zu beschreiben. Sodass hiermit die Bewegung der materiellen Teilchen im Raum als eine notwendige Folge der Eigenschaften des Raums selbst erscheint. Darüber hinaus aber ist es ihm dann nicht mehr geglückt. Er hat dann versucht, den Elektromagnetismus und was es etwa sonst noch an Kräften geben mag, ebenfalls in eine einheitliche Feldtheorie einzufangen. Noch in seinen letzten Lebensjahren hat er an dieser einheitlichen Feldtheorie gearbeitet. Es hat damals sehr viel Publizität um diese sogenannte Einsteinsche Weltformel gegeben. Aber ich glaube, wir dürfen heute sagen, ohne dadurch unserem Respekt für Einstein Abbruch zu tun, dass diese späten Versuche nicht als gelungen zu betrachten sind. Aber ich glaube, dass wir den Respekt für Einstein genau dann aufrechterhalten, wenn wir sagen, dass vielleicht an der Stelle des Scheiterns die Großartigkeit des Ansatzes und auch die echten Probleme des Ansatzes noch deutlicher werden als an der Stelle des Gelingens. Und ich möchte deshalb jetzt den Schluss dessen, was ich über ihn sagen will, in der Form aussprechen, dass ich etwas sage über die Differenzen, die zwischen Einstein und der heute herrschenden Auffassung der Quantentheorie entstanden sind, also über dieses Scheitern und vielleicht auch ein paar Worte sage darüber, wo meinem Gefühl nach wir in der Quantentheorie von Einstein etwas zu lernen haben. Zunächst ist es so, rein historisch, als die Quantentheorie in ihre mathematisch, wie es uns heute scheint, endgültige Form gekommen war, in den Jahren 1925 bis 1927 und als die Deutung dieses mathematischen Formalismus gefunden war, die uns wiederum heute die korrekte Deutung scheint, die Deutung in der Unbestimmtheitsrelation, im Begriff der Komplementarität, die Bohr-Heisenbergsche Kopenhagener Deutung der Quantentheorie, da hat Einstein die neue mathematische Fassung der Theorie widerwillig anerkannt und die Deutung abgelehnt. Der Grund seiner Ablehnung lag darin, dass nun in der Quantentheorie der Begriff des Beobachters fundamental eingeführt war. Die Quantentheorie macht Aussagen, deren physikalische Interpretation immer so lauten muss, wenn ein bestimmtes Experiment gemacht ist, dann gibt der Formalismus der Quantentheorie, etwa die sogenannte Psi-Funktion, an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes anderes Experiment, wenn man es macht, einen bestimmten Ausfall haben wird. Und Einstein war der Meinung, dieses bedeutet den Verzicht auf die Beschreibung der Natur als eines objektiv Daseienden. Dieses aber sei eine unabdingbare Forderung an die Naturwissenschaft. Die Einführung des Beobachters, die er selbst in der speziellen Relativitätstheorie zuerst geleistet hat und die für die Quantentheoretiker das methodische Vorbild war, betrachtete er nicht als eine Einführung der Subjektivität in die Physik, sondern lediglich als die Überwindung eines noch subjektiven, aspektgebundenen Gesichtspunktes.